Hallo, in diesem Video wollen wir einige Missverständnisse klären, indem wir die MAA und die Standardabweichung vergleichen. Ja, also die MAA, das ist die mittlere absolute Abweichung, die wird manchmal auch MAD genannt, Mean Absolute Deviation. Ja, und was sind da die Missverständnisse? Also was wird da falsch dargestellt? Also, da gibt es zwei falsche Gerüchte. Das erste lautet, dass die MAA und die Standardabweichung das gleiche sind. Ja, die werden bloß anders ausgerechnet. Das ist verkehrt. Ja, da erhält man zwar oft so ein ähnliches Ergebnis, aber die unterscheiden sich. Das ist also nicht das gleiche. So, das zweite falsche Gerücht lautet, wenn ich die durchschnittliche, also die mittlere Abweichung vom Mittelwert suche, die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert, dann muss ich die Standardabweichung nehmen. Ja, auch dieses Gerücht ist falsch. Ich muss die MAA nehmen. Die Standardabweichung ergibt etwas anderes. Ja, und diese beiden Gerüchte wollen wir widerlegen, indem wir zunächst einmal hier für diese Datenreihe die mittlere oder durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert berechnen, und zwar im Kopf. Ja, und dann gucken, womit stimmt das überein? Entweder mit der MAA, ne, die wird hier im Computerprogramm als MeanDef bezeichnet, oder mit der Standardabweichung. Ja, womit stimmt der richtige Wert, den wir im Kopf ausrechnen, überein? Ja, aber rechnen wir erstmal hier für diese Datenreihe bzw. für diese hier den Mittelwert aus. Da haben wir also 4466, das ergibt zusammen 20 und wir haben vier Datenelemente, also muss ich rechnen 20 durch 4 und das ergibt den Mittelwert 5. Na, gut, kann man auch schon so sehen, dass der Mittelwert 5 ist, das ist klar. Ja, und jetzt gucken wir uns die einzelnen Elemente an und da sehen wir, jedes Element weicht um 1 von der 5 ab. Na, die 4, die weicht um 1 ab, diese 4 weicht auch um 1 ab, die 6 weicht auch um 1 von der 5 ab und diese 6 weicht auch um 1 von der 5 ab. So, und wenn jedes Datenelement um 1 von der 5 abweicht, dann ist die durchschnittliche Abweichung natürlich auch 1. Ja, so, die Frage war aber, ist das jetzt die MAA oder die Standardabweichung? Ja, wenn ich diese durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert berechnen möchte. Also bei der MAA, ich habe jetzt mal draufgeklickt, da kommt 1,0 raus. Ja, also sehen wir schon mal, ich muss die MAA nehmen, ne? Mean Def. Und bei der Standardabweichung, da kommt ein ganz schräger Wert raus. Ja, und das ist eben nicht die durchschnittliche oder mittlere Abweichung vom Mittelwert. Die ist ja 1, das sieht man ja hier oben, beziehungsweise hier auf einen Blick, dass die mittlere Abweichung 1 ist. Na, denn ich habe das Beispiel so gewählt, dass ja auch jedes einzelne Datenelement eine Abweichung von 1 hat. Ja, also im Mittel ist das immer, ist die Abweichung auch dann immer 1. Na, und da gibt also nur dieses MeanDef, diese MAA, das richtige Ergebnis. Die Standardabweichung, die liegt etwas daneben. Ja, ich sage das bloß, weil ich habe Lehrbücher gelesen, da stand wirklich drin, die Standardabweichung gibt die durchschnittliche oder mittlere Abweichung vom Mittelwert an. Das stimmt nicht. Ja, die hat immer einen etwas anderen Wert, ne, oder fast immer. Gut, also wir halten schon mal fest, das Anschauliche, das ist die MAA, die mittlere absolute Abweichung, denn das ist die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert. Ja, die haben wir ja hier auch anschaulich erklärt. Ne? Jede Zahl hat im Durchschnitt eine Abweichung vom 1 vom Mittelwert 5. Ja, die Frage, also die nächste Frage stellt sich da direkt, wozu brauche ich denn dann noch die Standardabweichung? Ja, denn die ist ja nicht anschaulich und außerdem ist sie auch noch ungenau. Ne, da erhalte ich ja einen Wert, der ein bisschen größer ist. Ne, also zwar immer in der Größenordnung, aber etwas größer. Ja,
Gut, da muss man erstmal sagen, es macht ja nichts, wenn die Zahl ein bisschen größer ist. Ich vergleiche ja nur Datenreihen und sage dann, der eine hat diese Streuung, also diese Standardabweichung, und die andere Datenreihe hat diese Standardabweichung. Ich brauche ja nur eine Vergleichszahl. Ob die jetzt anschaulich ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber man kann ja auch andersrum fragen, warum brauche ich die denn überhaupt? Ja, die brauche ich für spätere Berechnungen. Denn bei der MAA, da rechne ich ja mit Beträgen. Und später müssen wir dann auch noch Integrale davon bilden. Und das Integral von einem Betrag ist schwierig zu berechnen. Ja, da tauchen die Probleme auf. Also später mal. Die kann ich jetzt noch nicht erklären, weil da habt ihr noch nicht die Vorkenntnisse zu. Ja, aber später müssen wir also dann, oder müssten wir, wenn wir das machen würden, wenn wir die MAA benutzen würden, Integrale aus der Betragsfunktion ziehen, und das ist schwierig. Ja, und deshalb verzichtet man lieber auf die Anschauung und geht hier zur Standardabweichung über. Ja, da wird ja einfach nur quadriert, und davon kann ich ganz einfach ein Integral finden. Ja, also das ist der Grund. Später mal werden Integrale aus diesen Werten gezogen. Und das kann ich eben sehr schwer, wenn ich Betragszeichen habe. Deshalb lässt man im Allgemeinen hier die MAA fallen. Da macht man sehr wenig mit. Manchmal benutzt man sie schon. Zumindest kann man sie für einen Zweck benutzen, um klarzumachen, was die Standardabweichung ist. Also die ist mehr so ein didaktisches Hilfsmittel. Ja, aber später wird sie weniger benutzt in der richtigen Statistik. Da nimmt man dann eben aus mathematischen Gründen, wie ich gerade erklärt habe, die Standardabweichung. Ja, gut, aber da kommen wir dann eben zu, wenn wir dann mit Integralen rechnen. An der Stelle weise ich euch nochmal darauf hin. Aber ihr wisst schon mal so ungefähr, worum es geht. Es sind also innermathematische Probleme. Ja, das war's für heute. Auf Wiedersehen.